Noch ein kurzer technischer Hinweis. Es sind hier vorne noch ein paar Stühle und Hocker. Also wer noch sitzen möchte, hier gibt es noch ein paar Kapazitäten.
So zusammen. Kann man mich gut hören? Können Sie mich gut verstehen bis auch da hinten? Ja, bis zu der Seite? Ja, wie ist es da hinten? Können Sie mich gut verstehen? Top, sehr schön. Damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Nacht der Ideen. Mein Name ist Philipp Hannhöfer. Ich bin einer derjenigen, die diesen Campus mit erdacht haben. Wir sind hier eine kleine WG, die sich im September 2022 zusammengefunden hat. Wenn ich sage WG, dann gehören dazu unter anderem Jedi. Philipp News ist gerade da, moin. Kleinen Applaus einmal für Philipp. Danke, danke. Da gehören zu das Agenturwerk von Thorsten Trimpe. Thorsten, moin moin. André Menke von Crafted, der uns heute viel unterstützt hat mit Technik. Danke, André. Timo Lutz. Ja, der ist jetzt noch nicht da, okay. Herbert Fangmann ist auch noch dabei und noch viel. Ja, Herbert, sehr schön, dass du da bist. Die Familie Rieselmann und viele, viele weitere. Es würde jetzt lange so weitergehen, wenn ich alle einzeln aufzähle. Aber ich wollte das mal so ein bisschen droppen, damit Sie sehen, dass seit dem letzten Mal, als Sie hier waren, sich doch so einiges getan hat. Also der Innovationscampus ist gewachsen. Wir haben uns räumlich ein bisschen weiterentwickelt. Es hat sich alles eben so herauskristallisiert, wie es sein muss, wenn man hier gemeinsam arbeiten möchte, wenn man sich gemeinsam oder beziehungsweise gegenseitig inspirieren möchte. Diese kleinen Momente der Inspiration, die finden natürlich vor allen Dingen an der Kaffeemaschine statt und beim gelegentlichen Austausch so zwischen den verschiedenen Branchen. Aber wir wollen dieses Haus eben halt auch mit einer Kultur der Innovation und des Austausches füllen. Und genau das wollen wir eben heute Abend hier dann eben unter Beweis stellen mit der Nacht der Ideen. Und so freue ich mich sehr herzlich, dass Sie da sind und sich mit uns zusammen ein bisschen inspirieren lassen wollen von unseren Speakerinnen und Speakern. Danke, Thorsten. Ganz besonders begrüßen möchte ich an der Stelle meinen Co-Moderator heute Abend, und zwar Jochen Steinkamp. Jochen, wo bist du jetzt? Ah ja, sehr schön. Jochen hat das Konzept für den heutigen Abend mit mir quasi von der ersten Stunde an erdacht, und er unterstützt die Speakerinnen und Speaker auch als Coach bzw. Mentor. Er ist ja selber Rhetoriktrainer bei Comgenial oder mit seiner Marke Comgenial. Und ich habe schon gesagt, die Speakerinnen und Speaker müssen heute eigentlich überhaupt nicht aufgeregt sein, weil schließlich wurden sie ja gecoacht von Jochen, und am Ende des Tages hängt es jetzt nur noch an dir. So, no pressure. Aber damit sind wir dann eben jetzt auch zu den wichtigsten Gästen des heutigen Abends gekommen, unseren Speakerinnen und Speakern, denen ich ganz ausdrücklich danken möchte, dass sie sich das heute Abend trauen, weil das ist nicht ganz einfach. Die Aufgabenstellung war keine geringere, als dass wir gesagt haben, wir möchten, dass ihr die Leute inspiriert. Die Leute sollen am Ende eures Vortrags hier mit einem Aha-Erlebnis rausgehen. Und das ist nicht ganz ohne, glaube ich. Und von daher finde ich es ganz, ganz toll, dass ihr euch das zutraut, dass ihr Ja gesagt habt und diesen Abend für uns mit Leben füllt. Dankeschön. Genau. Ich denke, das sollte jetzt der begrüßenden und dankenden Worte gewesen sein. Ich möchte Jochen jetzt auf die Bühne bitten und den ersten Beitrag anzumoderieren. Und ich glaube, du hast auch noch so ein paar Facts oder so ein paar Regeln für den Abend, damit das hier auch alles mit Ordnung vonstatten geht, ne? Ja. Vielen Dank. Guten Abend. Philipps hat ja schon gesagt, Jochen Steinkamp mein Name. Ich moderiere heute hier diese erste Nacht der Ideen, und für mich ist die erste Bitte heute: lassen Sie sich mal wirklich auf diesen Abend ein. Also ein bisschen mal eintauchen in diese Nacht der Ideen. Das Handy mal beiseite legen oder ausschalten, auf Flugmodus stellen und sich wirklich darauf einlassen, was hier heute Abend passiert. Philipp hatte das schon gesagt, wir haben tolle Speaker, die ich gleich auch eben noch kurz hier einmal namentlich erwähne, die sich auch dabei was denken, wenn sie hier oben stehen, und da lassen sie sich einfach mal drauf ein. Ich begrüße Sie aber nicht nur hier im Innovationscampus, sondern wir haben heute auch einen Livestream über den Kanal von OM Medien. Vielen Dank, Uli Suffner als Chefredakteur ist ja auch hier, auch einer der Speaker. Das heißt, auch zu Hause irgendwo, potenziell auf der ganzen Welt, können Leute zuhören, was heute Abend hier passiert. Ja, die Idee der Nacht
oder hinter der Nacht der Ideen ist, wie Philipp es schon sagte, interessante Ideen zu präsentieren. Ideen, die es wert sind, gehört und geteilt zu werden. Das ist das Motto auch der TED Talks, die das Vorbild dieses Abends sind. Und wir haben eine klare Zeitvorgabe gemacht, nämlich 15 Minuten haben nur die Rednerinnen und Redner, um ihre Botschaft hier rüberzubringen. Und wenn das nicht klappt, dann wird Philipp mit einer Stadionhupe sagen, das war's. Und wir haben gesagt, um ein bisschen mal den Teamspirit anzufeuern, bitte, liebe Rednerinnen und Redner, wenn jemand hier oben steht, schaut ein bisschen auch drauf, ja, wie es mit der Zeit ist. Und wenn jemand mal ein kurzes Gefühl braucht, sind es noch 2 oder 3 Minuten, dass man auch mal so ein bisschen signalisieren kann, ja, du bist doch gut in der Zeit oder so langsam wird es mal Zeit, zum Ende zu kommen. 2 organisatorische Hinweise noch. Zum einen, die Toiletten sind so einfach hier nicht zu finden. Ich stand auch gerade schon draußen im Regen, weil ich falsch abgebogen bin. Also hier, dort, wo dieses türkise Licht am Ende ist, da, wo Sie reingekommen sind, da sind die Toiletten dann ausgeschildert. Und hier vorne gibt es noch Getränke zu kaufen. Und jetzt die wichtigsten, nämlich unsere Rednerinnen und Redner. Herzlich willkommen Lisa Hoing, Gesa Langenberg, Ulrich Zerhusen und Ulrich Suffner. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Im Einzelnen werde ich sie noch vorstellen und leider habe ich heute noch einen Anruf aus Berlin gekriegt. Silvia Breer ist erkrankt, war heute beim Arzt und der hat ihr gesagt, es ist besser, Bettruhe zu halten, als jetzt hier auf der Bühne zu stehen. Sie wäre sehr gerne dabei gewesen, lässt aber herzliche Grüße ausrichten, kann aber heute leider hier nicht sprechen. Aber das soll ja nicht die letzte Nacht der Ideen sein, die wir hier heute erleben. Und jetzt geht es auch los. Wir haben im ersten Teil des Abends 3 Vorträge, dann eine Pause und dann kommen nochmal 2 Vorträge. Und die erste Rednerin des Abends, eine Person, die ich auch persönlich sehr schätze, nämlich Lisa Hoing, gebürtig aus Goldenstedt. Lisa hat Lehramt studiert, war beruflich in Brüssel tätig und Lisa hat den Verein Minusgefühle e.V. gegründet. Ein Verein, der sich für die Aufklärung über psychische Erkrankungen stark macht und das vor allen Dingen bei Schülern und Jugendlichen. Und Lisa weiß, wovon sie spricht, weil sie selber auch betroffen ist. Und das als kurzer Spoiler vorweg. Lisa ist sehr rührig. Im Oktober wird es einen Tag der psychischen Gesundheit geben im Landkreis Vechta. Dies schon mal als kleine Ankündigung. Ihr Vortrag heißt I'm fine. Leben mit einer psychischen Erkrankung. Liebe Lisa, du hast das Wort. Wie geht's dir? Das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich 5 bis 10 Mal am Tag gestellt bekommen und die wir mehr oder weniger mit der Wahrheit beantworten. Wie geht's dir? Danke gut, auch die Frage wurde mir oft gestellt und ich habe meistens versucht, mit dem Danke gut schnell irgendwie aus der Affäre mich zu ziehen, weil es mir eigentlich die letzten 10 Jahre nicht gut ging. Wenn ihr mich hier stehen seht, denkt ihr wahrscheinlich, ja, normale junge Frau stellt sich auf eine Bühne, so schlecht kann es hier irgendwie nicht gehen. Was ihr aber nicht seht, ist der Kampf, den ich die letzten 10 Jahre geführt habe. 3 Klinikaufenthalte in 3 Jahren, Tage, an denen ich es kaum geschafft habe aufzustehen, Tage, an denen ich es nicht mal schaffe einkaufen zu gehen, weil die Angst mich überkommt. Meine Diagnosen könnt ihr ebenfalls nicht sehen. Ich habe eine depressive Störung, ich habe eine Panikstörung, ich muss es sogar ablesen, weil es so viele Diagnosen sind. Ich habe jahrelang Kokain und Amphetamine zu mir genommen. Ich habe eine emotional instabile Persönlichkeit und eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich sage immer, andere sammeln Briefmarken, ich sammle Diagnosen, auch schön. All das seht ihr, aber was wirklich dahinter steckt, seht ihr leider nicht.
Was ich damit sagen möchte, ich möchte kein Mitleid von euch und ich möchte mich hier auch nicht profilieren, weil ich so viele Diagnosen habe und bin mit Sicherheit nicht stolz darauf, was die letzten Jahre passiert ist. Was ich damit sagen möchte, man sieht einem eine psychische Erkrankung nicht an. Man sieht einem eine psychische Erkrankung nicht an und man sieht niemandem an, was für einen Kampf er eigentlich geführt hat. Und eine psychische Erkrankung definiert dich nicht als Person. Dass ich hier stehen kann, ist wie gesagt ein langer Weg. Klinikaufenthalte, Tabletten, die mich immer noch in meinem Alltag einschränken, immer noch Psychotherapie seit vielen Jahren. Ich war sogar beim Schaman und beim Heilpraktiker, damit ich irgendwie wieder am Leben teilnehmen kann. Ich habe jahrelang gedacht und mich geschämt, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die nicht so ganz rund läuft im Leben. Dabei sagen Statistiken und Zahlen was ganz anderes. Circa 350 Millionen Menschen leiden weltweit an Depressionen. Allein in Deutschland erkranken jährlich 5 Millionen Menschen an Depressionen. Für mich eine unfassbare Zahl. Über 100.000 Suizidversuche haben wir jährlich nur in Deutschland. 10.000 Menschen nehmen sich jährlich in Deutschland das Leben. Nur mal zum Vergleich, durch Verkehrsunfälle sterben ungefähr 2.500 Menschen jährlich, was auch total grauenvoll ist. Wir reden über ein Tempolimit, damit die Grünen zufrieden sind. Aber lass uns mal lieber über Psyche reden, denke ich mir. Das heißt, alle 53 Minuten nimmt sich in Deutschland jemand das Leben. Wenn wir in 2 bis 3 Stunden nach Hause fahren, haben sich währenddessen statistisch gesehen 2 bis 3 Menschen das Leben genommen. Ich denke mir immer, wenn ich die Zahlen sehe, so allein kann ich gar nicht sein, aber warum redet eigentlich niemand über Psyche? Warum ist das immer noch so ein Stigmata? Warum habe ich mich jahrelang geschämt, über meine Psyche zu reden und musste mir anhören, ach, jetzt bist du in einer Klapse gelandet. Jetzt guck dir die Alte an, die hat sie nicht mehr alle. Und ich finde, da sind wir als Gesellschaft in der Verantwortung. Lass uns über Psyche reden, lass uns ein bisschen Akzeptanz an den Tag legen. Lass uns den Leuten nicht das Gefühl geben, dass sie verrückt sind, sondern lass uns den Leuten das Gefühl geben, dass alles irgendwie wieder gut wird. Da müssen wir natürlich auch mit der Politik reden, weil wir einfach viel zu wenig Psychotherapieplätze haben. Mittlerweile muss man 5 bis 6 Monate auf einen Therapieplatz warten, was natürlich in so einer Situation, in der man Suizidgedanken hat, das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Ich selber musste damals vor Corona circa 2 bis 3 Monate auf meinen Klinikplatz warten. Ich hatte Gott sei Dank ein stabiles soziales Umfeld, das mich aufgefangen hat. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich Robert Enke gleich getan. Und wir wissen alle, was das heißt. Bürokratie ist auch immer noch ein großes Thema. Es ist einfach viel zu viel Papierkram, viel zu viel Aufwand, um an einen Therapieplatz zu kommen, einen Klinikplatz. Und da müssen wir als Gesellschaft und auch als Politik uns für eine bessere Versorgung einsetzen und auch das Thema entstigmatisieren. Ich hätte euch heute gerne ein Geheimrezept mitgegeben. Der Weg zum Glücklichsein, der Weg zum Seelenheil, der Weg zu einer gesunden mentalen Gesundheit. Den gibt es aber leider nicht. Aber um mal ein bisschen bildlich zu sprechen, ich kann euch sagen, die Straße des Lebens können wir nicht beeinflussen. Wir können den Weg nicht beeinflussen, aber wir können die Fahrweise beeinflussen. Es gibt auf der Straße des Lebens Irrungen und Wirrungen, es gibt Stolpersteine und es gibt verrückte Fahrer, auf die du keinen Einfluss hast. Aber du kannst die Fahrweise beeinflussen. Du kannst den Blinker setzen, du kannst in den Rückspiegel schauen, du kannst mal langsamer fahren und wenn es dir wieder besser geht, kannst du Gas geben und mit voller Wucht nach vorne ins Leben schreiten. Und wenn wir uns an all das halten, wenn wir ein bisschen auf uns aufpassen,
auf unser Gegenüber, auf das, was um uns herum passiert. Und wenn wir nicht nur in einer Leistungsgesellschaft leben, dann ist das der erste Schritt zum Seelenheil. Und ich würde sagen, dann haben wir schon mal die theoretische Fahrprüfung bestanden. Wie geht's dir, wenn ihr das nächste Mal diese Frage gestellt bekommt und es euch wirklich nicht gut geht? Vielleicht denkt ihr dann mal drüber nach, einfach mal ehrlich zu antworten. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Lisa, für diesen starken Einstieg in diesen Abend. Und Philipp hatte das ja auch gesagt, alle Speaker haben hier heute einen schweren Stand. Und du hast aber das, was dir am Herzen lag, sehr gut und sehr tiefgründig und auch sehr berührend rübergebracht. Vielen Dank dafür, für die Offenheit. Dieser Abend ist so ein bisschen so ein Ritt durch ganz verschiedene Themen. Das ist auch das Konzept dieses Abends. Hier geht es nicht um 45 Minuten Vorträge mit 54 Slides und dann noch 15 Minuten Fragerunde und dann war's das, sondern hier fliegen Ideen und Botschaften durch den Raum, auch zu ganz unterschiedlichen Themen. Deswegen, gleich in der Pause oder wenn der offizielle Teil vorbei ist, wenn irgendjemand hier bei Ihnen einen Punkt getroffen hat, einen Nerv getroffen hat, bitte sprecht unsere Rednerinnen und Redner an. Was hier heute auf der Bühne passiert, das kann auch der Beginn eines langen Gesprächs sein, neuer Kontakte. Bitte nehmt diese Möglichkeit wahr. Wir kommen zu unserem nächsten Speaker, auch einen, den ich schon sehr lange kenne und der Ihnen vielleicht, einigen von Ihnen zumindest, den Lohnern hier, bestimmt den Krogern sowieso, wenn ich da Paul Sandmann sehe, bekannt ist, Ulrich Zerhusen. Uli Zerhusen ist geschäftsführender Gesellschafter der Zerhusen und Blömer GmbH, in der Altenpflege tätig und er hat auch deutschlandweit die erste Werbeagentur nur für den Bereich der Pflege gegründet. Und um das Bewusstsein für den Wert der Pflege zu steigern, vergibt er jedes Jahr gemeinsam mit König Silvia von Schweden, die ja auch schon in Kroge war, den Queen Silvia Nursing Award. Und wer Ulrich kennt, der weiß, sein Herz hängt an guter Pflege und dem besseren Image für die Pflege in Deutschland. Das Thema seines Vortrags, Wertschöpfung gleich Wertschätzung, was, wenn Pflege ein Auto wäre? Uli, du hast das Wort. Genau, den brauche ich. Heute habe ich mich darüber gefreut, dass unser Kunde Herr Becker einen schönen Tod haben konnte. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag im Sommer, als unsere Palliativleitung Anke mir die Geschichte erzählt hatte. Wir saßen gerade bei uns auf der Terrasse im Klostercafé. Herr Becker war erst 62 Jahre und hatte Lungenkrebs im Endstadium. Und durch die Diagnose fiel ihm die Atmung einfach immer zunehmend schwerer. Zusammen mit dem Palliativarzt, also wir arbeiten da immer mit Herrn Dr. Kosiol zusammen, und in Absprache mit uns als Pflegedienst, hatte Herr Becker sich dann für eine Sedierung entschieden, um ihm und auch um seiner Frau ja, einen qualvollen Erstickungstod bei vollem Bewusstsein zu ersparen. Also für Sie zur Info, eine Sedierung, die nicht aus der Pflege oder aus der Medizin kommt, ist im Grunde genommen ein durch Infusion eingeleiteter tiefer Dämmerschlaf, also ein Zustand tiefer, schmerzfreier Zustand außerhalb des Bewusstseins. Und der dauert dann in der Regel so lange, bis auch der natürliche Tod dann später eintritt.
Als ich heute Morgen bei Herrn Becker zu Hause in der Pflege war, erzählte Anke dann weiter, sagte er dann auf einmal plötzlich zu mir: Anke, ich bin bereit. Heute ist der Tag. Seine Kinder kamen dann her und zusammen mit seiner Ehefrau und den Kindern schob ich, also sagt Anke, zuerst sein Pflegebett auf die Terrasse und dann mit vereinten Kräften mitten auf die Pferdewiese. Herr Beckers Leben waren seine Pferde. Dann leitete Anke zusammen mit dem Palliativarzt die Sedierung ein. Philipp, magst du die nächste Folie machen? An diesem sonnigen Sommermorgen im Juni, mitten auf der blühenden Pferdewiese, umgeben von seinen Kindern, seiner Frau, seinen Hunden und seinen geliebten Pferden, verabschiedete sich Herr Becker von allen, die ihm in seinem Leben am liebsten waren. Er schaute in die Runde, ob Mensch, ob Tier, wir werden uns wiedersehen. Ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, was ein Tod in Würde in Deutschland wert ist. Und ich möchte mit Ihnen auf keinen Fall über die Einheit von Wert sprechen, die wir uns immer hier so annehmen, also den Euro. Und ich möchte auf keinen Fall mit Ihnen darüber sprechen, dass wir von der Kasse für diese Leistung 63,38 Euro bekommen haben. Ich möchte mit Ihnen heute über den Wert sozialer Arbeit sprechen und ich möchte mit Ihnen über den Wert der Pflege in Deutschland sprechen. Denn die Pflege in Deutschland hat keinen Wert. Sie hat keine Relevanz und sie bekommt nicht die Wertschätzung, die sie so verdient. Und ich glaube, ich kann das sagen, weil ich bin Quereinsteiger in der Pflege. Ich bin vor 11 Jahren in die Pflege gekommen, bei uns ins Familienunternehmen Zerhusen und Blömer. Und da, ich sage in meinem ersten Leben, war ich in der Automobilindustrie, in der Automobilzuliefererindustrie unterwegs. Automobilzuliefererindustrie in die Pflege und da habe ich gemerkt, da treffen zwei Welten aufeinander. Nee, noch nicht. Ich melde mich, ja. Ich hatte aber vorher, vor der Automobilindustrie, auch studiert, und zwar internationale BWL. Und da erinnere ich mich sehr gut an eine Vorlesung im ersten Semester Volkswirtschaftslehre bei Professor Dr. Buchholz. Also ich habe in Münster und England studiert, erstes Semester. Und da sagte er, naja, der Wert für eine Volkswirtschaft von irgendwas, das können wir uns nicht einfach wünschen und auch nicht bestimmen, sondern den kann man berechnen. Den können wir berechnen. Und darüber möchte ich heute sprechen, wonach wir eigentlich, nach welchen Grundlagen wir Wert berechnen. Nee, Auto. Ich hatte gedacht, ich habe den. In unserem marktwirtschaftlich geprägten System aus dem Nachkriegsdeutschland legen wir den Fokus seit jeher im Grunde fast ausschließlich auf Industrie und Produktion. Wert wird in diesem System, geht es eigentlich im Grunde nur immer nach dem Grad der Wertschöpfung. Also wir sagen ja auch Value Added oder den Mehrwert, dem wir etwas hinzufügen. Der Vorteil dabei ist, dass es schön einfach anhand von monetären Werten berechenbar ist, also Finanzdaten, monetäre Werte kann man gut aufaddieren. Das läuft gut für die Automobilindustrie, weil sie da in dieser Rechnung immer ganz gut wegkommt. Und das hat zur Folge, dass die Automobilindustrie alles das hat, was wir in der Pflege nicht haben. Die Automobilindustrie hat ein Ansehen. Sie bekommt Anerkennung, Respekt, Achtung. Die Automobilindustrie hat Prestige, sie hat Geltung, Einfluss, Gewicht. Vor allen Dingen hat sie ein gutes Image und sie hat einen hohen Status. Und all in diesen Dingen zusammen führen dazu, dass die Automobilindustrie auch eins hat und das ist Macht. Ganz kurz schaue ich mal, wie es weitergeht. Sie macht. Die Pflege bekommt Applaus von den Balkonen
und verwaltet den Mangel. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass das Maß an Wertschätzung, was man in Deutschland bekommt, immer nur in direktem Zusammenhang steht mit dem Grad der Wertschätzung, Wertschöpfung, den wir produktiv erbringen? Wertschätzung für Wertschöpfung. Das ist diese Formel aus der, das ist die Formel aus dieser alten Zeit. Wir leben aber nicht mehr in den industriegeprägten 50er oder 60er Jahren, sondern wir leben in einer neuen Zeit. Menschen arbeiten in der Pflege mehr als in der Automobilindustrie. Mag für den einen oder anderen überraschend sein. Also daran alleine kann es nicht liegen, dass wir nicht die Wertschätzung bekommen, die wir so dringend brauchen. In der Pflege, und das ist das Grundproblem, lässt sich der Wert eben nicht nur durch reine Finanzdaten bestimmen. Der Wert für Mensch und Gesellschaft geht weit darüber hinaus. Und ich habe damals im ersten Semester nicht nur Volkswirtschaft gehabt, ich habe auch Betriebswirtschaftslehre gehabt. Und da hatte ich eine Vorlesung bei Professor Dr. Kobold. Und der hat mir etwas sehr Wichtiges beigebracht, und zwar den Unterschied zwischen Kosten und Investition. Kosten sind im Grunde totes Geld. Einmal ausgegeben, ist es weg. Bei einer Investition habe ich aber immer auch einen Rückfluss. Das heißt, ich habe, oder auf Englisch einen Return, das heißt, ich investiere jetzt, um dann in der Zukunft etwas zurückzubekommen. Von den Behörden und von den Pflegekassen werden wir in der Pflege immer nur rein über Kosten definiert. Sie kosten Geld, sie kosten den Steuerzahler Geld, sie kosten die Sozialversicherung Geld. Nur, Pflege sind keine Kosten. Pflege ist eine Investition. Pflege ist eine Investition in Lebensqualität. Pflege ist eine Investition in Würde. Pflege ist eine Investition in die Gesellschaft. Und dann wird die Gesellschaft natürlich sagen, okay, wenn Pflege jetzt eine Investition ist, was bekommen wir denn dann an Rendite für jeden Euro zurück? Und da gibt es ganz tolle neue Ansätze. Es geht ja heute darum, neue Ideen erfordern neue Ansätze, eine neue Zeit. Und da gibt es neue Ansätze, das zu berechnen. Und zwar einer dieser Ansätze und Modelle ist der Social Return on Investment. Dass wir bei Wert nicht immer nur die reine Wertschöpfung sehen, sondern auch schauen, was kommt denn zurück für die Gesellschaft. Social Return on Investment. Und ich glaube fest daran, wenn wir nicht die Wertschöpfung immer nur uns anschauen würden, sondern den Social Return on Investment, dann würden nicht Automanager ins Kanzleramt eingeladen werden, sondern Pflegemanager. Danke. Wer von Ihnen hat kein Problem damit, 50.000 Euro für ein Auto auszugeben? Würden Sie auch 50.000 Euro für die Pflege Ihrer Mutter ausgeben? Bitte? Mehr als fürs Auto, ja. Was ist denn Mehrwert? Ein pulsierender Herzschlag oder ein geschmierter Motor? Was ist Mehrwert? Ein Tod in Würde oder die Abwrackprämie von damals? Und was ist Mehrwert? Ein Produkt oder ein Menschenleben? Wenn die Pflege ein Auto wäre, dann wären die Orte unseres nationalen Stolzes unsere Krankenhäuser und unsere Pflegeheime und nicht nur die Automobilproduktion. Wenn die Pflege ein Auto wäre, dann hätten wir Airbags gehabt und wären nicht monatelang über Covid-Stationen ungeschützt gelaufen. Und wenn die Pflege ein Auto wäre, dann würde auch endlich jede Pflegekraft genauso viel verdienen wie ein Produktionsmitarbeiter bei Volkswagen am Band. Nächster.
Unser jüngster Kunde kommt hier aus Lohne. Der kleine Max ist 4 Wochen alt, ein Säugling. Noch in der Schwangerschaft hatten die Ärzte den Eltern mitgeteilt, dass ihr Kind einen irreparablen Herzfehler haben würde. Voraussichtlich nicht lebensfähig. Möchten Sie die Schwangerschaft abbrechen? Fragten die Ärzte. Ich möchte mein Kind kennenlernen können, sagte die Mutter. Vielleicht haben wir ein paar Stunden, vielleicht haben wir Tage, vielleicht haben wir auch Wochen. Ich möchte, dass mein Sohn weiß, dass er ein Zuhause hat. Ich möchte, dass er in meinen Armen, in unseren Armen wird einschlafen können. Und ich möchte auch, dass sein großer Bruder, der Lukas, ihn einmal drücken kann und auch kennengelernt hat. Aber wenn ich mich jetzt für eine Geburt entscheide, ich möchte nicht, dass er Schmerzen hat oder vielleicht Atemnot hat, weil das Herz nicht richtig funktioniert. Und das war der Satz, den die Familie sagte, als sie bei uns im Pflegedienst anriefen. Und auch zusammen mit dem Palliativarzt hat die Familie sich deswegen auch hier für eine Sedierung entschieden, sollte dann der Tag kommen, an dem Schmerzen oder Atemnot eintreten werden. Und wir wissen nicht genau, wann der Tag kommt. Es kann sein, dass die Familie heute Abend noch bei uns im Pflegedienst anruft und dann werden unsere Palliativfachkräfte zur Familie fahren und dann wird der kleine Max eine Infusion bekommen und dann wird die Familie sich von ihm verabschieden. Until we meet again. Was ist es wert, dass die Familie sich von ihrem Kind verabschieden kann, aber dass sie ihn erst vorher kennenlernen konnte? Was ist es wert, dass die Mutter nicht abtreiben musste, weil sie sich darauf verlassen kann, dass nach der Geburt Palliativfachkräfte da sind, die zu Hause betreuen? Und was ist es wert, dass der kleine Kerl in seinem Zuhause in den Armen seiner Eltern, seiner eigenen Eltern einschlafen kann? Was ist es wert? Was ist die Pflege wert? Dankeschön. Vielen Dank, lieber Ulrich, auch für den starken Vortrag und deine Innenansichten aus dem Maschinenraum der Pflege, die du hier mit uns geteilt hast. Und du hast es sehr schön zugespitzt. Was ist es mehr wert, das Auto vor der Tür oder die Pflege von Menschen? Und ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch auch schon um Menschen kümmert, die gerade mal 4 Wochen alt sind. Auch das ist ein ganz neues Bild nochmal auf eure Arbeit. Auch vielen Dank, dass du das hier so mit uns geteilt hast. Ich glaube, das, was diesen Abend ausmacht, kommt langsam wirklich auch gut rüber. Ja, also ich sehe viele Leute, die nachdenken, die auch so ein bisschen, ich schaue mal so ein bisschen manchmal in ihre Gesichter, wo man dann auch merkt so, aha, da ist jetzt gerade irgendwie was angekommen oder da gab es einen Aha-Moment oder da gab es etwas wie, das wusste ich ja noch nicht. Und das ist genau das Ziel dieses Abends und ich freue mich, dass wir hier bis jetzt so eine interessante und auch intensive gemeinsame Zeit gehabt haben. Und jetzt kommt so ein bisschen ein thematischer Schwenk. Einmal kurz innerlich auf den Reset-Knopf drücken. Einmal innerlich kurz durchschütteln. Wir sind ja im Landkreis Vechta und jetzt haben sich vielleicht einige von Ihnen schon gedacht, wie kann das denn sein, die Nacht der Ideen im Landkreis Vechta und das Thema Landwirtschaft wurde noch nicht genannt. Das wird sich jetzt ändern. Ich freue mich,
dass wir eine ganz tolle Rednerin hier gleich auf der Bühne stehen haben, die auch den jüngsten Gast des heutigen Abends, glaube ich, mitgebracht hat. Max ist wie alt? 2,5 Monate. Als ich mit Gesa telefoniert habe, habe ich immer Max schon im Hintergrund gehört. Und ich finde es einfach klasse, liebe Gesa, dass du auch, obwohl du jetzt ja erst so jung wieder Mutter geworden bist, heute Abend hier bist. Gesa Langenberg ist Agrarwirtin und führt mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb in Bockstedt im Landkreis Diepholz. Und zwar inzwischen in der 14. Generation. Der Betrieb geht nämlich auf das Jahr 1570 zurück. Und Gesa war regelmäßig zu Gast im YouTube-Format 100 Hektar Heimat und hat dort auch über landwirtschaftliche Themen gesprochen, unter anderem Rezo, die Stirn geboten. Und was sie bewegt, das ist Tierwohl, Nachhaltigkeit, vor allen Dingen in der Schweinehaltung. Also auch eine sehr interessante Rednerin mit einem interessanten Thema, nämlich Fleisch essen heißt Tiere töten. Liebe Gesa, du hast das Wort. Die Landwirtschaft, insbesondere die Schweinehaltung, sorgt häufig für hitzige Debatten. Sie ist wohl ein sehr umstrittenes oder so umstritten wie noch nie in der Geschichte. Und mir ist zum Beispiel noch eine Titelstory aus dem Spiegel-Magazin vom Jahr 2013 im Kopf geblieben. Dort hieß es das Schweinesystem. Und es wurde eine ganze Branche an den Pranger gestellt. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch beachtlich, wie so ein omnipräsentes Landmagazin wie die Landlust mittlerweile über 5 Millionen Leser erreicht mit ihren idyllischen Bildern vom Landleben. Da stecken wir also schon mittendrin in einer hochemotional geführten Debatte. Auf der einen Seite ein recht geringes Vertrauen in die landwirtschaftliche Tierhaltung und auf der anderen Seite aber auch ja, die Sehnsucht und der Wunsch vieler Menschen, kleinbäuerliche Strukturen wie vor 100 Jahren vorzufinden. Und ich glaube, du hast es verraten, aber wenn Sie meinen Job noch nicht kennen würden und raten müssten, dann wäre Schweinehalterin mit Verantwortung, und geh bitte noch mal einmal bitte zurück, also dann wäre Schweinehalterin mit Verantwortung für 3800 Tiere auf ihrem Hof nicht unbedingt ihre erste Antwort, schätze ich. Ich beschäftige mich insgesamt schon wirklich sehr lange mit dem Thema, wie wir die Schweine bei uns zu Hause in dem Betrieb halten. Und ich habe auch nach meinem Agrarstudium bei der ISN, der Interessengemeinschaft der Schweinehalter, gearbeitet. Also dort war ich schon sehr früh mit dem Umstand konfrontiert, warum wir derzeit an diesem Punkt in der Schweinehaltung stehen und ja, welche Erwartung auch Gesellschaft an die deutsche Schweinehaltung im Hinblick auf Klima, Umwelt und Tierschutz hat. Und für mich ist die moralische Frage dabei ganz wichtig, dürfen wir die Tiere überhaupt halten, um sie zu nutzen, um sie zu schlachten? Ist das moralisch zu rechtfertigen? Darauf kann ich Ihnen heute Abend keine direkte Antwort geben. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass Sie sich alle Gedanken machen und für sich selbst entscheiden, möchte ich Fleisch essen oder nicht? Beides ist aus meiner Sicht völlig legitim. Aber wenn Sie Fleisch essen, dann müssen Sie im Hinterkopf haben und sich bewusst machen, dass dafür ein Tier gestorben ist. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Fleisch essen heißt Tiere töten. Und was auch klar sein sollte, die landwirtschaftliche Tierhaltung ist ein Kompromiss. Denn selbst auf dem ja, kleinsten, schicksten Bauernhof oder sehr idyllischen Bauernhof sind die Tiere in ihrer Bewegungsfreiheit, anders wie freilebende Tiere, eingeschränkt. Ihr Aktionsradius ist ja immer von Zäunen oder von den Stallmauern begrenzt. Und wir müssen uns Gedanken machen über die Frage, welche Grenzen ziehen wir denn? Wie groß ist denn dieser Raum? Und welche Qualität hat dieser Raum? Mein persönlicher Ansporn ist es, dass die Tiere bei uns auf dem Hof ein abwechslungsreiches und vielfältiges Leben haben. Und bevor ich Ihnen auch erzählen möchte, was wir zu Hause bei uns auf dem Betrieb machen, um den Umweltschutz und den Tierschutz zu steigern, möchte ich noch einmal einen kurzen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Wie hat sich Tierhaltung oder Landwirtschaft entwickelt? Und warum reden wir heute anders über das Thema Tierhaltung, als wir das noch vor einigen Jahren getan haben? Ähm,
Die historische Entwicklung in der Nahrungsmittelversorgung hat in Deutschland verschiedene Stufen durchlaufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das wesentliche Ziel der Landwirtschaft in Deutschland, die Bevölkerung mit ausreichend Lebensmitteln zu günstigen Preisen zu versorgen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Während der Wirtschaftswunderjahre ist das erfolgreich umgesetzt worden, wenn nicht sogar ein Stück weit übererfüllt worden. Denn 1946 zum Beispiel hat die erste Aldi-Filiale eröffnet und 1973 die erste Lidl-Filiale. Und seitdem sind ja die Supermarktregale gefüllt. Und wir erleben eigentlich keinen Mangel mehr. Es ist völliger Überfluss. Und selbst zu Corona-Zeiten oder auch während der Wirtschaftskrise 2008 haben wir in Deutschland keine Hungersnöte mehr erleiden müssen. Das ist ein großer Erfolg. Und die ersten Stufen oder die Entwicklung der ersten Stufen in der Tierhaltung waren von Effizienzsteigerungen geprägt. Die Ställe wurden immer größer und der Platz pro Tier teilweise geringer. Aber wir hatten immer ausreichend Fleisch, immer zu guter Qualität, immer zu günstigen Preisen. Aber neben diesen Faktoren, gute Fleischqualität und Preis, gerät auch zunehmend wieder das Wohl des Tieres in den Fokus. Und das ist gut und das ist ein Erfolg, dass wir uns als Gesellschaft überhaupt leisten können, kritischer auf die Nahrungsmittelversorgung zu achten und auch nach den Konsequenzen für Tier, Klima und Umwelt zu fragen. Und außerdem hat sich bei uns auch eine neue Perspektive auf unsere Nutztiere entwickelt. Und das liegt auch nicht zuletzt daran, dass wir einen extremen Wissenszuwachs haben, wenn es um die Bedürfnisse unserer Tiere geht. Wenn ich zum Beispiel heute weiß, dass ein Schwein ein extrem kluges und neugieriges Tier ist, was sehr, sehr gerne seine Umwelt erkundet, dann bewerte ich doch ein Haltungssystem heute anders, als wenn ich dieses Wissen vorher noch nicht gehabt habe. Die Frage, die sich daraus für mich ableitet: Welchen moralischen Umgang schulden wir unseren Tieren und schulde ich meinen Tieren auf dem Betrieb? Dafür sind für mich persönlich zwei zentrale Benchmarks ganz entscheidend und die möchte ich Ihnen nennen. Das ist zum einen der Platz pro Tier. Vorweg gesagt, lange Zeit oder der größte Teil der Schweinehaltung war so ausgestaltet, dass die Schweine auf recht engem Raum gehalten worden sind. Und dann kam es durchaus immer mal wieder dazu, dass sich die Artgenossen gegenseitig an den Ringelschwänzen gebissen haben und diese, oder also den Tieren nicht unbedingt mehr Platz oder dass man ihnen nicht mehr Platz geben musste, daraufhin hat man dann den Ferkeln ja die Ringelschwänze kopiert, abgeschnitten. In den ersten Lebenstagen wird das gemacht. Das machen wir auch heute noch so. Und es gibt aber ein großes Umdenken in der Branche, dass wir immer mehr Maßnahmen finden wollen und auch die Ställe so umgestalten wollen, dass sie sich mehr an den Bedürfnissen der Tiere anpassen und dass wir eben diesen wertvollen Tierwohlfaktor, also den Ringelschwanz zu erhalten, dass wir den ja behalten können und dass das für uns als Landwirt auch ein guter Indikator ist, ob es dem Tier gut geht oder nicht. Das ist also für mich der erste wichtige Benchmark. Und der zweite ist, dass jedes Schwein Zugang zu frischer Luft haben sollte und vor allem die Wahlmöglichkeit haben sollte. Es ist wichtig, weil die Tiere haben unterschiedliche Bedürfnisse an ihre Umgebungstemperatur. Zum einen mögen es Schweine sehr, sehr gerne, im warmen, kuscheligen Nest zu liegen. Und auf der anderen Seite bewegen sie sich aber auch gerne an der frischen Luft. Die Schwierigkeit in einem Auslauf für Schweineställe, und das ist auch gerade hier in der Region oft angedeutet worden oder der Fall, das ist eigentlich so die einhellige Meinung eine lange Zeit gewesen, dass der Tierschutz, also die Tiere mehr nach draußen zu lassen, mit dem Umweltschutz, dass dann nämlich Emissionen entstehen, die man gar nicht filtern kann, kollidiert. Aber da gibt es aus meiner Sicht mittlerweile sehr, sehr gute, innovative Lösungen, um diesen Zielkonflikt aufzulösen. Aber das sind natürlich Lösungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Zum einen für den Umbau der Ställe und zum anderen aber auch für die Mehrarbeit, die der Tierhalter, so wie ich, dann in diesen Freilaufstellen hat. Ja, und auch zum Beispiel, wenn Stroh eingesetzt wird, dann ist das einfach ein enormer Arbeitsaufwand.
Das sind also zwei wesentliche Ziele, die für mich eine große Rolle spielen, wenn wir über die Umgestaltung der Stelle sprechen. Und so kann ich meiner Verantwortung als Tierhalterin gegenüber dem Tier gerecht werden und auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Berufsbilder insgesamt und auch Verantwortung und Aufgaben, denke ich, das ist in vielen Branchen der Fall, die wandeln sich. Und so nehme ich es jetzt auch wirklich insbesondere in meiner jüngeren Generation von Landwirten und Landwirtinnen wahr, dass sie das kapiert haben und dass dieses Bewusstsein, die gesellschaftlichen Wünsche ernst zu nehmen, durchaus vorhanden ist. Was haben wir jetzt also konkret gemacht bei uns auf dem Hof? Mein Mann und ich sind vor 3-4 Jahren in Österreich und in der Schweiz viel gewesen und wir haben uns da sehr inspirieren lassen, denn die Tierhaltung in diesen Ländern ist schon recht weit. Wir haben uns ganz spannende Tierwohlkonzepte und Auslaufställe dort angeschaut, sind nach Hause gekommen und haben recht schnell jetzt einen ganz alten Stall aus den 70er Jahren umgebaut im vergangenen Jahr. Es ist jetzt ein schicker Freilaufstall, wo man jeden Tag Einblicke haben kann. Also man kann vorbeikommen, wir haben einen Besucherraum, man kann sich jeden Tag die Schweine dort vor Ort anschauen. Und bei uns haben die Schweine jetzt dort die Wahlmöglichkeit, möchten sie nach draußen oder möchten sie im Inneren warm auf Stroh im Nest liegen. Außerdem haben die Schweine doppelt so viel Platz wie in unseren anderen Ställen. Und wir haben, und das ist vielleicht ein Clou, ein Schweineklo. Magst du bitte ein Bild weitermachen? Da sehen Sie das Innere des Stalls, das Äußere. Sieht man jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber das Schweineklo ist im äußersten Drittel des Auslaufes. Das ist der einzige Bereich, der mit Kunststoffrosten ausgelegt ist. Und unter diesen in diesem Bereich sollen die Tiere animiert werden zu koten und zu urinieren. Unter diesen Rosten läuft ein Kotschieber und eine Urinrinne. Und so schaffen wir es relativ schnell, Kot und Harn voneinander zu trennen, sodass gar nicht erst diese Urease entsteht, die nämlich dann diese klimaschädlichen und stinkenden Ammoniakgase erzeugt. Also das ist zum Beispiel eine Lösung, um diesen Zielkonflikt Umweltschutz und Tierschutz auch aufzulösen. So können wir wunderbar die Tiere nach draußen lassen, haben keine Gülle mehr, einen wertvollen Schweinemist und einen flüssigen Stickstoffdünger, den wir wieder auf unsere Felder ausbringen können. So ist auch der Kreislauf wieder geschlossen. Also genau in solchen innovativen Lösungen sehe ich meine Verantwortung als Tierhalterin, einen Beitrag zu leisten zum Tierschutz und zum Umweltschutz. Aber diese besseren Bedingungen für Schweine, die sind natürlich, wie bereits erwähnt, für uns Tierhalter ganz schön teuer. Und das heißt, ich kann meine Schweine nicht mehr zu Einheitspreisen an den Schlachthof liefern, der dann daraus günstige Standardprodukte macht. Für mich ist es jetzt viel entscheidender, dass Sie als Kunde erkennen können, dass Ihr Fleisch, welches Sie beim Metzger oder im Restaurant oder in der Kantine verzehren und einkaufen, dass das jetzt von Tieren aus der Region stammt, zu besseren Haltungsbedingungen gehalten worden ist. Und da ist es ganz entscheidend, dass wir eine verpflichtende Haltungs- und Herkunftskennzeichnung von der Politik bekommen. Das ist bisher noch nicht der Fall, weil wie wollen Sie denn überhaupt erkennen, dass das Fleisch bessere Bedingungen hatte, wenn es nicht richtig gut gekennzeichnet ist? Dann entsteht keine Mehrzahlungsbereitschaft, davon bin ich überzeugt. Und da hampelt die Politik leider seit Jahren ganz schön rum. Ich habe mir da wirklich von unserem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einiges mehr versprochen. Analog zum Beispiel bei den Eiern haben wir so etwas schon seit 20 Jahren, aber beim Fleisch eben nicht. Es ist sehr kompliziert, aber normalerweise hätte das längst mit auf den Weg gebracht werden können. Der Handel hingegen hat vor einigen Jahren bereits ein Haltungskonzept entwickelt. Haltungsform heißt das, da sind Sie vielleicht mal im Supermarkt drüber gestolpert, mit den Stufen 1 bis 4. Unser Stall beispielsweise wird in die Kategorie 4 eingeordnet. Und dieses Prinzip ist freiwillig. Es gibt Fleischprodukte, klar, aber längst noch nicht so viele, die damit gekennzeichnet sind. Und der Supermarkt tut sich auch sehr schwer mit Angeboten von Fleisch aus höheren Haltungsformen. Das muss sich definitiv ändern, denn ich bin der Meinung, Fleisch ist ein essentieller Baustein in der menschlichen Ernährung. Und wenn wir Fleisch essen wollen, dann sind dafür Tiere getötet worden. Und deswegen tragen wir alle eine gemeinsame Verantwortung, wie diese Tiere gehalten werden.
Deswegen fordern sie ja nicht nur berechtigterweise Tierwohl, sondern achten bei ihrem nächsten Einkauf darauf, dass das Fleisch aus Haltungsform 3 und 4 kommt. Und wenn sie das zum Beispiel mal nicht finden oder im Restaurant mal nichts ausgewiesen ist, dann fragen sie explizit nach, damit die Handelsunternehmen auch merken, dass ihnen das Thema wichtig ist und dass sie auch auf Tierwohl setzen. Denn nur gemeinsam können wir das Tierwohl in Deutschland verbessern. Vielen Dank, liebe Gesa. Es ist toll zu sehen, gerade in dieser schwierigen Branche Landwirtschaft, hier eine junge Landwirtin mit Herz zu sehen, die diesen Betrieb in der 14. Generation führt und sagt, sie hat auch Lust dazu, das weiterzumachen und eben voll auf der Höhe der Zeit ist, was den Umgang mit den Tieren angeht und die Wertschätzung, aber auch das Thema Klima und natürlich, du hast es auch angesprochen, alle Konsumenten sind dafür verantwortlich, was wir in den Regalen finden durch unser Kaufverhalten. Das war die erste Hälfte der Nacht der Ideen. Jetzt schon mal bitte einen herzlichen Applaus für Uli, für Lisa, Gesa. Drei tolle Vorträge. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause bis 7:45. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, ins Gespräch zu kommen. Sprechen Sie mit unseren Rednerinnen und Rednern und bleiben Sie uns gewogen, denn Uli Suffner und ich sind nach der Pause dran und wollen Ihnen auch noch was mit auf den Weg geben. Bis gleich. Und besuchen Sie uns gerne an der Bar. Wir haben noch ein bisschen was zu trinken für Sie, ne? Und es gibt auch was zu essen. Ich glaube, wir haben noch Brezeln oder so. Genau, es gibt. Vielen Dank, Philipp. Es gibt noch Laugenstangen, ne? Genau, und genau. Ja. Ja. Kommen Sie gerne nach vorne. Also.
Thank you.
So, wir haben, Jungs, macht mir ja mal laut. Kann man mich gut hören? Ja. So zusammen, es freut uns sehr, dass Sie zueinander gefunden haben, aber wir haben straffes Programm. Wir beginnen in ein, zwei Minuten wieder. Finden Sie sich also gerne auf Ihren Plätzen ein. Dankeschön. So zusammen, wir starten jetzt in die zweite Runde. Jungs, ihr könnt den Stream wieder starten, ist schon wieder dabei, genau. Hallo da hinten, genau. Josef, setzt ihr euch auch? Sehr, sehr schön. Genau, so, ich habe jetzt die Dank... Ich soll noch näher reinsprechen oder weiter weg? Soll ich weiter weggehen? Okay. Ich habe jetzt die wunderschöne Aufgabe, hier Ihre ganzen netten Gespräche zu unterbrechen. Ich werde auch noch ein bisschen weiterreden, bis ich auch den letzten erreicht habe. So, pssst, helfen Sie mir einmal. Pssst. Oh, das hat funktioniert. Das hätte jetzt nicht gedacht. So. Sehr, sehr schön. Danke. Klasse, klasse, klasse. Mir tut es wirklich leid, weil, ich sag mal, die Idee hinter so einer Nacht der Ideen ist ja, dass sie sich vernünftig austauschen und dass man inspiriert wird, dass man angeregt wird. Das hat anscheinend funktioniert. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Und im zweiten Teil geht es um eine schöne Allegorie quasi auf dieses Gebäude. Jungs, ich danke für die Musik. Danke. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, aber wir stehen hier ja in einer ehemaligen Druckhalle. Familie Rieselmann sind ja, glaube ich, auch irgendwo hier. Wo seid ihr? Ah, da. Moin. Genau, hier standen erstmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu dem mutigen Schritt, den ihr auch mit uns gemeinsam hier gewagt habt. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Man sieht das hier, ich meine, klar, Südoldenburger Industrieunternehmen, natürlich ist Parkett in der Halle, aber trotzdem sieht man es hier in der Mitte noch so ein bisschen, da ist auch Beton. Und zwar deswegen, weil hier früher die Produktionsstraße lang lief, richtig? Ja, ganz genau. Und deswegen ist dieses Gebäude eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür, wie sich eben Industrien, wie sich Branchen weiterentwickeln. Das war hier früher schon ein Medienstandort und heute mit den ganzen Unternehmen, die hier auf dem Campus ansässig sind, haben wir eben andere Formen von Medien und andere Formen von Unternehmen, die hier eben wirtschaften. Und ich habe jetzt, wie Sie vielleicht versucht so ein bisschen überzuleiten zu unserem nächsten Speaker, Ulrich Suffner von OR Medien, der genau das nämlich jetzt erklären möchte, wie es eigentlich die bekannteste Medienmarke unserer Region schafft, genau diese Entwicklung zu vollziehen. Einen großen Applaus bitte für Uli Suffner.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Warum gibt es eigentlich Lokalzeitungen? Was ist eigentlich die Mission von OV, MT, NWZ oder wie sie auch alle so heißen? Wir haben 2018 in der Redaktion mal so eine Leitbilddiskussion geführt, haben uns überlegt, was ist denn unsere Mission? Und sind dann auf einen Satz gekommen am Ende, der folgendermaßen lautet: Wir sind das Forum für Meinungsbildung und gelebte Demokratie in unserer Heimat. Wir sind das Forum für Meinungsbildung und gelebte Demokratie in unserer Heimat. Das ist unsere Mission, dafür stehen wir jeden Morgen auf. Ganz schön große Mission, schaffen wir auch nicht jeden Tag, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Mission. Diese Mission bleibt auch in den nächsten Jahrzehnten, aber es ändert sich was ganz Dramatisches, denn das Trägermedium für diese Mission, das ändert sich. 150 Jahre lang war Papierzeitung dieser Marktplatz, von dem ich eben gesprochen habe. Ja? Da haben die Menschen sich ausgetauscht, diskutiert, gemeinsam Entscheidungen gefunden. In Zukunft wird dieser Marktplatz digital sein. Warum ist das so? Die Medienbranche, die muss sich transformieren aus einem einfachen Grund, weil die Menschen sich ändern. Was glauben Sie, ich frage Sie hier mal, wie alt ist im Durchschnitt ein OV-Leser? 62 Jahre. Ja. Ja. Sie lachen. Ich frage noch mal jemand anderen. Was meinen Sie? Ja, also auch so Ende 50, würde ich sagen. Gut. Sie hat gewonnen. Denn der OV-Leser, der Abonnent, ne, von den anderen haben wir natürlich keine Zahlen, aber der Zeitungsabonnent, der OV, ist im Durchschnitt 65 Jahre alt. Im Durchschnitt. Ja? In 10 Jahren ist dieser Leser 75 und in 20 Jahren ist er tot. Wir haben, das ist so, wir haben eine wirklich dramatische Wendung in unserem Medienverhalten. Bis 2013 waren diese Menschen, die Zeitungen auf Papier lesen, in der Mehrheit noch in unserem Land. Bis 2020 waren dann die Menschen in der Mehrheit, die so ein E-Paper unfallfrei aufkriegen auf ihrem Computer. Und seit 2020 sind in unserem Land die Digital Natives in der Mehrheit. Und die lesen und hören und sehen und diskutieren nur noch über ein Medium. Und das ist dieses. Nur noch über dieses Medium. Sonst nichts. Was heißt das? Was heißt das für uns? Dieser Strukturwandel, der geht nicht wieder weg. Ich frage nochmal, jetzt in der Ecke. In Deutschland im Jahr 2000 hat der Tageszeitungsleser mit seiner Tageszeitung 40 Minuten am Tag verbracht. Was meinen Sie, wie viele Minuten hat der Leser im Jahr 2020 mit der Zeitung verbracht? 15 Minuten. Volltreffer. Wir haben uns nicht abgesprochen. 15 Minuten. Und da ist die FAZ mit drin. Auflagenentwicklung der Tageszeitung in den letzten 10 Jahren deutschlandweit. Hier vor Ort sieht das viel besser aus, aber wir sind halt irgendwie nur der Entwicklung hinterher in Südoldenburg. Auflagenentwicklung Tageszeitung in den letzten 10 Jahren -34%. Anzeigenumsätze Tageszeitung in den letzten 10 Jahren -44%. Die Hälfte unserer Werbekunden sind weg. Wo sind die? Im Internet.
So. Und dann wird das alles immer teurer und immer komplizierter. Produktion und Zustellung von Zeitungen wird unbezahlbar. Allein in den letzten 2 Jahren ist das Zeitungspapier um 125% teurer geworden. 125%. Der Mindestlohn, die Politiker hier im Saal wissen das, ist im vergangenen Jahr 3-mal erhöht worden. Und jeden Cent gönne ich den Leuten, aber es ist eine Kostensteigerung beim Personal in der Zustellung von +30%. Strom in den letzten Jahren +20%, Benzin +20%, dann ist Papier mit Farbe bedrucken eine Riesensauerei. Ich wundere mich, warum Greta nicht vor den Druckereien steht. Da könnte sie genauso stehen wie vor der Automobilindustrie oder wo auch immer. Und dann ist da noch ein Thema. Morgens um 5 im Regen Zeitungen austragen. Und wenn man eine Stunde zu spät ist, auch noch angemeckert werden, weil die Zeitung nicht um 5.30 Uhr da ist, wie gewünscht und gewohnt, sondern ausnahmsweise mal um 6.30 Uhr oder auch immer häufiger leider auch um 8.30 Uhr. Das macht kein Deutscher mehr. Zeitungen im Regen austragen, das macht niemand mehr. Ja? Denn, und das ist gut so in unserer Region gerade, kann jeder für das gleiche Geld auch im Trockenen arbeiten. So, und was ist das Ergebnis von all dem? Eine Tageszeitung kostet heute in Deutschland im Schnitt 40 Euro. Jetzt frage ich nochmal. Was wären Sie denn bereit zu bezahlen im Monat für eine Tageszeitung? Kommt auf an, welche. Ja, das ist klar. Sie dürfen sich jetzt die vorstellen, die Sie sich wünschen. 40? 40. Das ist so wie jetzt. Dann sind Sie ja bald einer von denen, die aussteigen. Wer möchte, sind Sie bereit, 50 zu bezahlen im Monat? Gut, gute Antwort. Wer wäre bereit für sein Zeitungsabo? Hier sind ja jede Menge Menschen, die noch eins haben. Da freue ich mich auch wirklich drüber. Wo ist denn Ihre Grenze, Frau Göhner? Bei 70 Euro im Monat oder? Kommt drauf an, was drinsteht. Genau. Es wird ja auch mal dünner. Genau. Also, Sie sehen, das Problem ist klar geworden. Ja, Lesen auf Papier, und das ist ja auch bei Büchern so, wird eine Beschäftigung für wohlhabende Menschen auf die Dauer. Eine Volkszeitung, wie die OV ja in ihrem Namen hat, Oldenburgische Volkszeitung, ja, das heißt doch, das ist eine Zeitung, die soll sich jeder leisten können. Ja, so eine Zeitung kann auf die Dauer nur digital sein. Und wenn wir jetzt verstanden haben, dass wir die nächsten 10, 15 Jahre noch gutes Geld verdienen können mit Zeitungen auf Papier, wenn wir verstanden haben, dass das in Südoldenburg vielleicht auch 15 Jahre noch geht, weil wir hier so eine tolle Ecke sind, ja, dann müssen wir uns doch aber fragen, was machen wir danach? Ja, und da komme ich zu dem, was wir halt jetzt in den letzten Jahren versucht haben. Unsere Antwort auf diese Transformation der Medienbranche ist die Fusion. Das, was da vor uns steht und was wir bewältigen müssen, das wird die OV und die MT in Kloppenburg jede für sich nicht schaffen. Also ist die Fusion eine Antwort auf diese Analyse. Eine zweite Antwort ist OM Online. Ja, gibt es seit 2 Jahren, ist ein digitales Nachrichtenportal. Der eine oder andere wird es bemerkt haben und nutzt es vielleicht auch. Ja, ein digitales, bezahlbares Medium für alle Menschen im Oldenburger Münsterland aus einer Redaktion. Das ist unsere Antwort auf die Herausforderung. Und eine dritte Antwort, die kennen Sie vielleicht auch schon, weil Sie es vielleicht schon mal gehört haben. Wir bauen in Emsteck auch ein neues Medienzentrum, weil einfach das Arbeiten im digitalen Zeitalter in Räumen wie diesen hier stattfinden muss. Ja, und so ähnlich werden unsere Räume in Emsteck auch aussehen. Man kann halt heutzutage digital nicht kommunizieren in
in Offices, in denen es Flure gibt, mit Türen, hinter denen einzelne Menschen sitzen. Das funktioniert nicht mehr. So, wir haben ein paar Ziele schon erreicht. Ja, wir haben eine ganz gute Reichweite, nur dass Sie mal eine Vorstellung bekommen. Wir haben jetzt im Dezember, hatten wir 325.000 Leser auf OM Online. Wir hatten 1,2 Millionen Besuche von diesen Lesern und die haben 2,5 Millionen Seiten aufgemacht und im Zweifel darauf auch was gelesen. Also immerhin schon mal eine ganz gute Reichweite. Das Problem ist nur, diese Menschen zahlen ja noch nicht. Ja? Und das ist die Aufgabe, eine der nächsten Aufgaben, die wir haben. Wir müssen die Menschen dazu bringen, das ist so ähnlich wie bei den Schweinen, ja, dass sie bereit sind, für das, was sie wertschätzen, auch Geld bezahlen. Ja, wir machen auch weiter Zeitungen, weil wir das gerne machen und weil wir auch diese Menschen, die für Zeitungen von uns Geld bezahlen, auch wirklich wertschätzen. Aber es wird ein Ende damit geben irgendwann. So, und für diesen Wechsel auf das Digitalmedium, dafür muss sich auch in den Köpfen der Menschen, die diese Zeitungen machen, ganz viel ändern. Und das ist das, womit ich mich ganz intensiv gerade beschäftige, mit meinen Leuten. Wie verändern wir unseren Mindset? Früher haben Redakteure Artikel in Zeitungen geschrieben und irgendwer hat das dann online gestellt. Heute schreiben Reporter online, meist sogar in Echtzeit, aktualisieren ihre Artikel im Laufe des Tages und am Ende des Tages gibt es Redakteure, die aus den Artikeln für online auch noch eine Zeitung machen. Wir haben also unseren Arbeitsablauf einmal auf den Kopf gestellt. Früher, als ich jung war und das Reporterhandwerk gelernt habe, haben Reporter geschrieben und fotografiert. Heute filmen sie auch, sie tickern live, zum Beispiel von der Prinzenkühe kürzlich in Damme auf dem Karneval, wo 5000 Leute praktisch live dabei waren, wo da im Saal der Prinz gekürt wurde. Ja, wir sprechen demnächst Videokommentare ein. Wir produzieren Podcasts, die viele Leute hören. Das alles macht heute ein Reporter. Das muss er auch alles lernen. Wir sind gerade dabei, das alles zu lernen. Und wir sind auch gerade dabei, zu lernen, was die Leute da draußen eigentlich wirklich interessiert. Denn wir können plötzlich messen, was wir zum Lesen anbieten. Wir können Reichweiten messen. Wir können auch messen, für was die Menschen da draußen an Nachrichten bereit sind, Geld zu bezahlen. Der OM Online-Artikel mit der größten Reichweite war bisher im September 2021 unser Wahlticker zur Kommunalwahl. Das freut die Politiker. Ja, 170.000 Abrufe hatten wir an einem Abend, Sonntagsabend. Man fragt sich nur, warum man für den Montag noch eine Zeitung macht, wenn alle schon Bescheid wissen. Der Wolf, der durch Lohne gelaufen ist, Sie erinnern sich, ich habe jetzt ein bisschen was ausgesucht, ne, was meine Heimatstadt so betrifft. 90.000 Leute haben das damals gelesen. Sturm geht auch sehr gut. Ja. Aufrufe. Bei den Plusartikeln, also bei denen, für die die Leute bezahlen müssen. Einer der stärksten Artikel, den wir bisher veröffentlicht haben, war die Geschichte über den Lohner Fußballtrainer Rieselmann. Die Leute haben sehr genau verfolgt, was wir zum Thema Dompropst Schulte veröffentlicht haben. Was uns für uns sehr interessant ist, wir merken, Gastronomie ist ein Riesenthema da draußen. Wir hatten im August 2022 einen Artikel über versteckte Kneipen in Südoldenburg. Eigentlich ein ziemlich schräges Thema, finde ich. 11.000 Leute haben den Artikel aufgemacht. Ja,
Gastronomie scheint die Menschen zu interessieren. Über Gastronomie durften früher Lokalredakteure nicht schreiben, weil sie den Anzeigenverkäufern die Werbekunden damit weggenommen haben. Denn wenn der Lokalredakteur über die Gastronomieeröffnung geschrieben hat und dann kam der Vermarkter einen Tag später und sagte, wollt ihr nicht eine Anzeige schalten, dann hat der Gastronom natürlich gesagt, warum denn? Das wissen doch schon alle Bescheid. Ja? Wir merken also, es ändert sich ziemlich viel. Wir müssen also lernen, mehr Nachrichten zu produzieren, für die Menschen bereit sind, auf OM Online Geld zu bezahlen. Und wir müssen lernen, ich bin auch gleich fertig, und wir müssen lernen, Nachrichten von lokalen Eliten wegzulassen, die niemanden interessieren. Unser Journalismus wird dabei besser. Meine letzte Bemerkung, eine persönliche. Können jetzt leider nicht alle sehen, aber es gibt eine Landkarte, die hat die Süddeutsche Zeitung mal veröffentlicht. Da ist sie, aber ich beschreibe die jetzt für die, die da nicht hingucken können. Die zeigte im vergangenen Jahr im Sommer die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ganz viele rote Punkte sind auf dieser Karte zu sehen. Und diese roten Bereiche, das sind Regionen in den USA, in denen es keine Journalisten mehr gibt. Seit 2005 sind von 10.000 Zeitungen, Tageszeitungen, wir reden nur über Tageszeitungen in den USA, 2.500 eingegangen. Nächstes Jahr sollen noch 500 dazukommen. Corona hat uns da ja auch noch mal ganz schön gequält. Ja, und in diesen Regionen in den USA gibt es diesen Marktplatz der Meinung nicht mehr, von denen ich am Anfang gesprochen habe, als ich Ihnen erzählt habe, was wir so für einen Leitgedanken in unserer Redaktion verfolgen. Ja? In diesen Regionen gibt es nur noch Social Media. Da gibt es nur noch Blasen, in denen sich die Menschen, die ohnehin der gleichen Meinung sind, den ganzen Tag gegenseitig auf die Schultern klopfen. Da gibt es Blasen, in denen die Menschen, die Andersdenkenden, aus den anderen Blasen haten. Aber einen Austausch, einen Marktplatz gibt es da nicht. Das nennen Kommunikationswissenschaftler neuerdings News Deserts, also Nachrichtenwüsten. Ja? Ich glaube, in Europa wird es demnächst auch Nachrichtenwüsten geben. Und das, was mich antreibt, ist, dass das Oldenburger Münsterland keine Nachrichtenwüste wird. Danke. Ja, vielen lieben Dank, lieber Uli Suffner, für einen, glaube ich, sehr, sehr kurzweiligen Vortrag. Ich glaube, der hat hier besonders viel Anklang gefunden. Vielen lieben Dank. Ich sag mal, wenn alle bei der OM so gut drauf sind oder bei OM Medien so gut drauf sind wie du, dann müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Dann habt ihr noch eine lange, lange Zukunft vor euch. Wir kommen nun zum letzten Speaker unseres Abends. Er hat die Gäste, die wir heute schon gesehen haben, gecoacht. Er hat sie alle auf den Weg gebracht und er hat, wie gesagt, hat diesen Abend ganz entscheidend mit geprägt, hat in letzter Minute heute noch die Stehtische organisiert. Von daher, glaube ich, bedarf es nicht vieler weiterer Worte. Vielen lieben Dank, lieber Jochen, für den Support an der Stelle. Und jetzt holst du dir einen ganz kräftigen Applaus ab für deinen finalen Vortrag des heutigen Abends. Jochen Steinkamp! Vielen Dank, lieber Philipp. Der Vortrag, den ich erhalte, der hat ja den Titel, was man beim Brötchenkaufen über gute zwischenmenschliche Kommunikation lernen kann. Wahrscheinlich sagen jetzt viele, was soll das? Und ich stricke den Vortrag jetzt doch ein bisschen um und habe mir gerade noch mal da beim Sitzen so ein paar Stichpunkte dazu gemacht. Weil ich Ihnen heute, die Idee bleibt gleich, eins mitgeben möchte. Gute Kommunikation hat nicht damit zu tun, wie man hier oben auf der Bühne performt, sondern gute zwischenmenschliche Kommunikation hat damit zu tun, wie man im Kleinen performt. Nicht da, wo alle Leute einem zuschauen, wo man auf der Bühne glänzen kann, sondern in den kleinsten
alltäglichsten und vielleicht auch belanglosesten Momenten, wo wir auf andere Menschen treffen, da zählt gute Kommunikation. Warum? Ich habe mal erlebt, in einer Bäckerei bin ich reingekommen morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte manchmal die etwas komische Angewohnheit, mir morgens zwei Berliner und eine Cola Light zu kaufen. Ich hatte da irgendwie Lust drauf und bin dann da in eine Bäckerei reingegangen und da stand eine ältere Frau an der Theke und ein 50-jähriger Mann dahinter und die hat wohl sich ein Brötchen gekauft und hatte Mühe, die richtigen Münzen zu finden, legte was dann auf den Tresen, hat es wieder dann zurück ins Portemonnaie, rührte mit den Fingern nach den richtigen Münzen, es dauerte halt. Und der Mann dahinter verdrehte die Augen, ja, klopfte mit dem Fuß auf den Boden, war schlecht drauf. Die Frau war fertig, der Mann kommt hin, guckt sie gar nicht an, bestellt sich einen Kaffee, die Kaffeemaschine fängt an zu surren, der Becher läuft voll, etwas zu voll. Die Frau guckt den Mann an und sieht, der ist richtig geladen und gibt ihm den Becher in die Hand, wird unsicher und kippt ihm einen ordentlichen Schwung Kaffee über die Hand. Darauf sagt er, was für eine verdammte Scheiße, sowas Trotteliges habe ich noch nie erlebt. Stellt den Becher wieder auf die Theke, geht raus. Und die Frau hinter der Theke steht da und muss sich zusammenreißen, dass sie nicht in Tränen ausbricht. Und ich stehe dann da auch und denke, tolle Situation. Als Kind hatten wir bei uns zu Hause ein Buch im Regal. Ich habe als Kind nie verstanden, was der Titel bedeutete. Von Johannes Mario Simmel. Niemand ist eine Insel. Ich habe erst später verstanden, worum es geht. In der Tat, niemand ist eine Insel. Wie wir uns verhalten, nicht nur hier oben, sondern auch in den kleinen Situationen, hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren Nächsten. Jetzt können Sie sagen, das ist ja jetzt eine tolle Idee. Ist ja mir ganz neu, dass so wie ich mich verhalte, das auch im Positiven wie Negativen Auswirkungen hat auf meinen Nächsten. Ich glaube aber, dass wir uns diese Bedeutung noch viel deutlicher wieder klar werden müssen. Denn unsere Kommunikation hat nicht nur Auswirkungen auf denjenigen, mit dem wir sprechen, sondern auch auf den Übernächsten und Überübernächsten. Jordan B. Peterson, ein amerikanischer Psychiater, hat mal gesagt, wir sind nicht eine einzelne kleine Einheit bei 8 Milliarden Menschen, so eine isolierte Kapsel, sondern wir sind ein Knoten in einem großen Netz von Menschen. Und das, was wir machen, was wir sagen, das betrifft nicht nur den Menschen, mit dem ich unmittelbar in Kontakt stehe, sondern auch die Menschen, mit denen er oder sie wieder im Kontakt steht. Gehen wir mal wieder zurück in die Bäckerei. Diese Frau ist vielleicht nach diesem Vorfall mit diesem etwas unwirschen Kunden nach Hause gegangen. Der Tag war versaut, hat schlechte Laune mitgebracht zu dem Freund. Der Freund hatte sich vielleicht auf einen schönen Abend gefreut, hatte eine schlecht gelaunte Frau und der Abend war da auch vorbei. Und der Mann, der sie so unwirsch angegangen hat, der ist vielleicht 5 Minuten vorher von seinem Chef zusammengefaltet worden am Telefon und hat den Frust einfach wieder weitergegeben. Das heißt, alles, was wir sagen, ist immer, als wenn man einen Stein in einen Teich wirft. Es zieht weite Kreise. Alle Knoten im engeren Umfeld sind betroffen. Und das kann im Positiven wie auch im Negativen sein. Das heißt, wir beeinflussen auch Menschen, mit denen wir selber gar nichts zu tun haben, aber die wieder was mit den Menschen zu tun haben, mit denen wir direkt etwas zu tun haben. Das ist die Botschaft, die ich Ihnen heute rüberbringen will. Und deswegen ist gute Kommunikation auch so wichtig, sich immer wieder das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Was heißt gute Kommunikation? Im Endeffekt heißt das ganz einfach, respektvoll, wertschätzend und aufmerksam mit anderen Menschen umzugehen. Das ist gute Kommunikation. Aufmerksam, in Verbindung gehen mit anderen Menschen. Die französische Denkerin Simone Weil hat gesagt, Aufmerksamkeit ist eine der seltensten und reinsten Formen der Großzügigkeit. Wir können nur mit anderen Menschen gut kommunizieren, wenn wir ihnen auch Aufmerksamkeit schenken. Eine ganz einfache These, die goldene Regel. Wir wollen doch, dass man mit uns wertschätzend umgeht, respektvoll. Also gehen wir doch auch so mit anderen Menschen um.
Und gerade der Punkt Aufmerksamkeit ist mir ganz wichtig, weil es geht ja um die neue Zeit, wo wir alle so abgelenkt sind. Dieses kurze mit anderen Menschen in Verbindung kommen, auch wenn es so der Handschlag ist oder das Zahlen an der Bäckereitheke. Einmal ganz kurz in Verbindung mit dem anderen Menschen kommen. Das ist etwas ganz wesentlich, eine wesentliche Qualität guter Kommunikation. Bill Clinton wurde mal gefragt, nicht Bill Clinton, Entschuldigung, sondern eine Frau, die bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Bill Clinton war. Er hatte ihr beim Einzug die Hand gegeben und sie wurde gefragt, was ist eigentlich aus ihrer Sicht das Geheimnis von Bill Clintons Charisma? Darauf hat die gesagt, in dem Moment, wo er mir die Hand gegeben hat, in diesem großen Stadion, hat er mir für einen Moment das Gefühl gegeben, ich sei die wichtigste Person im ganzen Raum. Da können sich manche Politiker bei uns echt eine Scheibe abschneiden. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich kenne diese Aufläufe, wo einzelne Politiker an 8, 9 Leuten vorbeigehen, denen die Hand geben, es aber nicht schaffen, einmal einer Person in die Augen zu schauen. Das ist gute Kommunikation. Im Kleinen, im scheinbar Belanglosen, da wo es nicht drauf ankommt, das sind die Momente, wo sich es entscheidet. Das heißt nicht jetzt überall alles mit der rosa Kommunikationsbrille zu sehen und Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Nein, Konflikte, Streit, Diskussionen, Kritik, das gehört alles dazu. Aber immer respektvoll. Ich kann auch andere Menschen kritisieren, ohne sie klein zu machen. Und das geht dann auch nicht auf Kosten meiner Durchsetzungsfähigkeit oder meiner Autorität. Und ein letzter Punkt. Wir müssen auch deswegen im Kleinen auf unsere Kommunikation achten. Und da gehe ich auch so ein bisschen auf das, was Lisa gesagt hatte zu Anfang. Wir wissen ja nie, in welcher Stimmung wir gerade einen Menschen erwischen, mit dem wir sprechen. Es gibt einen englischen Spruch, der sagt, "Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about." Jeder, mit dem ihr in Kontakt seid, kann innerliche Kämpfe haben, von denen ihr keine Ahnung habt. Deswegen ist wertschätzende Kommunikation, gute Kommunikation im Kleinen so wichtig. Und das kann man schon morgens an der Bäckertheke beobachten, wie Menschen miteinander umgehen. Vielleicht macht ihr das ja mal morgen früh, wenn ihr eure Brötchen einkauft. Guter Auftritt im Großen ist wichtig. Ich versuche das auch anderen Leuten beizubringen. Ein guter Auftritt im Kleinen ist aber auch wichtig und letztendlich das Entscheidende. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank, lieber Jochen, auch für deinen Vortrag. Bitte setz dich nicht, komm gleich zu mir wieder auf die Bühne. Wir sind noch nicht fertig. Du hast deinen Soll für heute noch nicht erfüllt. Ja. So, wir müssen uns jetzt nicht bedanken. Also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, weil ich glaube, du hast hier gerade so ein Steinchen ins Wasser geworfen und ich hoffe, es zieht seine Kreise und ich hoffe, das gilt für den ganzen Abend, das gilt für die Veranstaltung. Wie ging es dir so auf der Bühne? Es ist ein komisches Gefühl. Ich mache das zwar ja häufiger, aber wenn man dann selber merkt, dass einem auch irgendwie so die Dinge dann auch so ja, aus einem herauskommen und man dann manchmal nicht mehr so an seinem eigenen Konzept festhält, kommt man auch als Profi manchmal ins Schwimmen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also, hat man überhaupt nicht gemerkt, Jochen. Was meinst du, wem müssen wir heute Abend noch danken für diesen schönen Abend? Du hast sicherlich noch ein paar mehr Leute im Kopf, aber ich würde sagen, vor allen Dingen sind es erstmal unsere Speakerinnen und Speaker. Soll ich was zu den Geschenken sagen? Ja. Also, ich habe das ja auch gesagt zum Anfang. Also erstmal vielen Dank auch, dass ihr alle da seid. Und das ist auch gerade eine Wertschätzung, Philipp, willst du nicht oben bleiben? Für unsere Speakerinnen und Speaker, weil ihr seid ja wegen denen hierher gekommen. Ja. Und ich bin Dienstag aus Südtirol wiedergekommen und habe ja sowieso so ein kleines Südtirol-Fable. Da kommt nämlich ein Geschenk her, was ihr gleich bekommt. Und zwar habe ich... Wen willst du denn zuerst beschenken, Jochen? Man merkt, das haben wir gut geübt, ne? Also das läuft also gar nicht hinten raus nochmal hier richtig... Ich wollte nur eben kurz sagen, worum es geht und die dann nach oben. Ja, genau, so war das. Ja, genau. Erzähl mal.
Also es gibt aus Südtirol einen Zirbenspitz von Walcher, einen sehr guten Schnaps. Stimmt, genau. Und einen Bombardino, das ist auch von Walcher, das ist ein Eierlikör. Und wir haben noch ein Buch von Wes Anderson. Chris Anderson. Chris Anderson, ganz genau, ganz genau. Jochen, man merkt, du warst jetzt einige Zeit da als einsamer Almöhi in Südtirol unterwegs, hattest viel Zeit, dir Gedanken zu machen. Das hätte ich so schön nicht hinbekommen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt in chronologischer Reihenfolge. Jochen, lieber Uli, möchtest du zu uns auf die Bühne kommen und ich einmal kurz dir nochmal deinen Applaus abholen für den heutigen Abend. Dankeschön. Danke, Uli. Bleib hier oben, wir machen noch Fotos zusammen. Komm hoch, komm hoch. Ja. Also den Teil hätten wir echt durchsprechen sollen. Ja, hätten wir. Als nächstes bitten wir auf die Bühne mit einem Applaus Lisa Hoing. Und dann natürlich, jetzt schön leise, weil der Kleine schläft gerade, ein leisen, aber inbrünstigen Applaus für Gesa Lamping. Lampe. Und unseren Digitaltransformator des Lokaljournalismus, Uli Suffner. Klasse. Ja, vielen lieben Dank auch nochmal von meiner Seite an euch Speaker. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung, denke ich, die ihr vollbracht habt allesamt. Ja, hier für uns quasi die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen und so eine tolle Premiere mit uns gemeinsam zu gestalten. Vielen, vielen Dank. Also das ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so geil wird. Wirklich. Vielen Dank. Das kam auch von Herzen. Genau. Ich glaube, wir sollen alle ein bisschen zusammenkommen für das Gruppenfotos und Licht. Ah ja, okay. Sehr, ja, genau. So? Ja, genau. Schön die Bücher, ne? Die haben auch hier sponsored by TED und so, ne? Genau. Ja. Moment. Fühlt ihr euch beobachtet? Ist das unangenehm? Nein? Okay, ja gut. Ja, klasse. So, und bevor jetzt alle aufbrechen, es gehört sich noch, ich muss noch mal wirklich noch zweimal Danke sagen. Und zwar einmal an die Kolleginnen und Kollegen von Stadtstreicher, die uns hier geholfen haben mit Licht und Spots und so weiter, dass das alles so cool, gut aussieht. Einen großen Applaus für die Stadtstreicher. Dankeschön. Und ich möchte nochmal ganz herzlich meinem Team danken von am 8. Tag, weil ihr habt das in den letzten Tagen hier mit mir quasi aus dem Nichts gestampft, dass die Technik läuft, dass wir einen richtig guten Stream hatten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Livestream gemacht hat. Das ist immer Puls bis zum Schluss. Es hat alles hervorragend funktioniert. Musik, Licht, Technik, alles tipptopp. Jungs, vielen lieben Dank. Und auch an die Mädels. Und jetzt, Ihnen, liebes Publikum, vielen lieben Dank. Es reicht. Machen Sie jetzt noch einen schönen Abend. Bitte bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Und kommen Sie gerne zur nächsten Nacht der Ideen wieder. Tschüss.